Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sinking City. Wir haben die fruchtbare, nicht die furchtbare, sondern die fruchtbare Mutter haben wir getötet. So gerade noch. Aber ich bin ein bisschen planlos rumgelaufen. Echt, ich wusste, was ich machen soll. Mit ein bisschen Muni und Waffen, was ich dabei hatte. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht alles wieder zurücklaufen, sonst... Wieder im Schlafzimmer, oder? Wach mal auf, der ist mir schon wieder bewusstlos geworden. Das kleine Loch in der Kirche, er ist bestimmt in der offenen See hochgekommen. Nein, er zieht an der Schnur und ist sofort da. Okay, dann weiter im Text. Ja, dreh dich mal um. Haben wir alles gefunden eigentlich? Nein, haben wir nicht. Ich gehe da nicht mehr runter. Wir haben nicht alles gefunden. Da ist noch was. Ah, den Geruch kenne ich. Ein verwestes Stinktier riecht sicher auch nicht schlimmer. Oh, die Musik ist weg, Gott sei Dank. Die nervt mich schon langsam. Alles. Haben wir irgendwas übersehen? Aber wenigstens kann man die Kisten wieder plündern und wieder ein bisschen an Munition kommen. Ja. Wahrscheinlich war da unten noch irgendwas, was ich nicht mitgenommen habe. Keine Ahnung. Hammer hier, da haben wir nicht. Was habe ich hier noch übersehen? Pfarrer seinen Schnaps versteckt hat. Okay. Boah, was könnte man denn übersehen haben? Puh, ist mir eigentlich jetzt auch egal. Die fruchtbare Mutter hat's erledigt. Stoff. Wir haben Stoff. Ich muss wieder mich eindecken hier. Naja, eindecken ist gut gesagt. Kann ich mehr tragen. Und jetzt? Jetzt schon. Hey, was könnte ich denn übersehen haben? Entweder war das unten. Das war unten. Ja. Dann los. Oh Gott, mein Herz. Die hocken alle rum hier friedlich. Als wenn nichts gewesen wäre. Alle Schusslein. Wir haben nicht alle gefunden, aber das ist mir jetzt egal. Ich habe jetzt keine Lust mehr weiter zu suchen. Was haben wir denn hier? Bislang hat der alte Brutus das Geschenk des Herrn der Welt. Das haben wir schon angenommen. So, wir müssen zu Graham, oder? Ja, wir müssen in das Haus zurück. Den Graham überreden. Da haben wir auch noch nicht alles gefunden letztens, gell? Hier ist das Haus. Oh Gott,
hatte ich die Mutter doch gerade, aber ich habe da ja drei Granaten reingeworfen. Ein Molle. Mehrfach reingeschossen. Und dann nur noch im Nahkampf, ey. Bin gespannt, wenn wir mal die Gewehrmunition bekommen oder so. Bin ich gespannt, ob uns der noch gut gesinnt ist, der Graham. Hören Sie auf! Ah. Die Bullen sind hier. Haben Sie nichts zu tun? Ja, ich gehe schon. Plündern, Muni. Ich brauch Muni. Was läuft einer? Ah, hier nix? Nee, da war die Tür. Okay. Okay, Graham. Da ist er ja wohl, oder? Sagen Sie mir, warum haben Sie versucht, Ihren Vater zu töten? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich weiß alles über Ihren Plan. Und ich habe Beweise. Spucken Sie es schon aus. Ich wusste doch, dass Sie kein Arbeiter sind. Hören Sie, ich bin nicht stolz auf das, was ich getan habe. Er ist mein Vater. Aber er ist auch ein schrecklicher Mensch. Meine Familie hat stets mit Verbrechen ihr Geld verdient. Du bist ein Sektenanhänger. Und das will ich ändern. Ich will den Menschen helfen. Aber das würde mein Vater niemals dulden. So ist das also. Mein Vater hat Sie geschickt, nicht wahr? Ja, das stimmt. Ich bin Charles Reed. Ich kann diese Stadt verändern, Mr. Reed. Aber dazu muss ich das Oberhaupt der Familie Carpenter werden. Ohne diese Macht geht es nicht. Falls nötig, kann ich sie bezahlen. Aber bitte, hören Sie auf Ihr Gewissen. Brutus wird sich niemals ändern. Er richtet so viel Schaden an. Und deswegen muss er sterben. Wieso denn? Vorhin stand doch da was, ich muss drüber nachdenken, Bruder. Ja, Meister, was machen wir da jetzt mit dir? Was ist, wenn ich drüber nachdenke? Ich werde über Ihren Vorschlag nachdenken. Treffen Sie eine kluge Entscheidung, Mr. Reed. Die Zukunft von Oakmont hängt davon ab. Das bin ich mir nicht so sicher, aber... Auf Wiedersehen. Graham Carpenter's Auftrag. Okay, jetzt schauen wir mal. Ich sprach mit Graham Carpenter und erklärte mir, warum er versucht hatte, seinen Vater umzubringen. Ich bin seiner Meinung, Brutus Carpenter muss sterben, damit Graham Carpenter sein Platz. Ich bin seiner Meinung? Vorhin hast du doch mal ganz was anderes gesagt. Dass er so stark beeinflussbar ist. Stimmt etwas nicht? Ich hab doch gelesen, wieso? Stimmt etwas nicht? Ich hab doch gar nicht zugesagt. Wollt ihr mich jetzt hier verarschen in dem Game? Nein, ich hab ihm nicht zugesagt, dass ich ihn... Ich hab nicht gesagt, ich bin seiner Meinung. Ich hab gesagt, ich muss drüber nachdenken. Moment, das kann ja wohl nicht sein, oder? Laden... Ich muss das nochmal machen. Das finde ich scheiße. Ich habe nicht zugesagt. Vor allem ohne Belohnung mache ich gar nichts. Sorry. Muss leider laden. Aber... Oh Gott. So geht's nicht. Einfach da. Das Spiel hat mich übergangen. Das geht nicht. Ich muss drüber nachdenken. Und dann soll ich die richtige Entscheidung treffen. Wie soll das gehen? Wenn ich ihm nicht zusage, oder? Bin ich jetzt... Hier. Also nochmal... Nochmal das Ganze. Sehr seltsam.
In dem Brief hat was ganz anderes gestanden. Der muss es Oberhaupt bleiben. Der muss das Oberhaupt bleiben. Und dann sowas hier. Naja. Mal zuerst mit ihm reden, was er sagt. Was gibt's, junger Mann? Ach, nix, du bist ein Idiot. Ha. Stimmt etwas so, nicht. Ich krieg die Krise, Mann. Hey, noch weiter zurück. Was ist noch weiter zurück? 3 Minuten. Ich will das nicht so lassen. Das ist nicht das, was mir gefällt. Das finde ich scheiße. Ich hoffe, dass es jetzt nicht wieder so ist. Ja, sorry, tut mir leid, dass es jetzt hier so ein Gelade ist, aber das habt ihr doch gesehen. Ich habe doch eigentlich gar nicht zugesagt. Jetzt bin ich wieder hier. Ich hoffe, dass ich jetzt... Das ist jetzt nicht wieder dasselbe ist. Das müssen wir noch weiter zurück. Da müssen wir wieder laden. Ey, bitte. Keine 3 Minuten her gewesen mit dem Quatschen und dann abspeichern. Aber gehen wir jetzt nochmal zu ihm. Ist jeder da. Oh, oh, oh. Was gibt's, junger Mann? Ach, dein Sohn will dich umbringen. Du billige Kopie, du. Ah ja, okay, jetzt hat. Sagen Sie mir, ich weiß alles. Ich, meine Familie. So ist das also. Mein Vater. Ja, das stimmt. Ich bin Charles. Ich, falls. Habe ich das gedrückt? Ich bin auf Ihrer Seite? Aus Versehen? Sorry, wenn ich jetzt. Ich muss darüber nachdenken. Ich werde über Ihren Vorschlag nachdenken. Treffen Sie eine kluge Entscheidung, Idiot. Mr. Das hat er ja vorhin auch. Die Zukunft von Oakmont hängt davon ab. Auf Wiedersehen. Grants Carpenter Auftrag. Stimmt etwas nicht? Ich glaube, ich spinne. Ich habe doch gar nicht zugesagt. Kann man sich das nicht anders aussuchen? Ich bin seiner Meinung. Nein, bin ich nicht. Oh. Muss ich zuerst zu seinem Vater? Und mit dem zuerst reden? Wem vertraue ich mehr? Ich finde, wo war denn das Gesammelte? War das hier? Mythos? Trugbilder? Nein. Hier war das doch, oder? Brutus muss Kopf Carpenter bleiben. Er mag zwar grausam sein, aber die Sekte wird ihn nicht manipulieren. Ja, dann gehe ich nicht zu ihm, gehe ich. Ach, man kann hier verschiedene machen. Crime ist derjenige, der versucht, gutes Platz im Oberbekam. Ach so. So. Mit Graham werden die Carpenters in guten Händen sein. Er wird die Dinge in der Stadt verbessern und der Sekte trotzen. Ich weiß es nicht. Er ist ein Kriegsveteran, er hat immer geholfen, gell? Der andere, der hat ja auch noch eine tote Frau im Keller gehabt. Okay, wir nehmen den Graham. Okay, wir nehmen den Graham.
Seite hat er sich halt wirklich von der Sekte beeinflussen lassen. Der Vater nicht. Aber der Vater ist grausam. Wobei er gesagt hat, er wird sich bessern. Oh Mann, was machen wir denn jetzt? Jetzt wäre es cool, wenn ich einen Livestream während der Community hätte, dann würde ich nämlich die fragen. Er verteilt Essen an Leute und er hat eigentlich niemanden umgebracht. Oh, zum 10. Mal hier rein. Oder sollen wir mal zum Vater gehen und fragen, was der so sagt? Ach, sagen okay. Sie, ich meine, ja, ich fall. Dafür. Ich brauche etwas. Können Sie als Gegenleistung jemanden aus der Stadt herausschmuggeln? Ah, das kann ich. Wenn es das ist, was Sie wollen, werde ich das arrangieren. Ja, Sie haben recht. Sie können auf mich zählen. Danke. Das war die richtige Entscheidung, Mr. Reed. Ich hoffe es. Auf Wiedersehen. Aktualisiert. Naja, gut. Vor allem ab jetzt müssen wir den alten umlegen, oder? Ich sprach mit Graham, erklärte ihm, warum sein eigener Vater. Ich bin seiner Meinung, Brutus Carpenter muss sterben, damit Graham Carpenter seinen Platz als Familienoberhaupt einnehmen kann. Ja. Muss ich dann beide töten? Oder wie? Was ist, wenn ich jetzt da reingehe und den töte? Dann kommen doch die alle raus, oder? Bruder! Hey Meister! Okay, bei dem geht's schon mal nicht. Servus, servus! Oh, im Keller, glaube ich, war noch was zum Aufsammeln, oder? Ich muss mich wieder ein bisschen frisch machen hier. Toll, eine Patronenhülse. War da noch. Da war noch mehr, gell? Hier, genau. Kann nicht mehr tragen. Das ist schon besser. Aber es ist immer noch offen. Wieso ist es immer noch offen? Ah, hier. Was ist das? Brutus Carpenter nutzt ein Haus in der Glamour City zwischen den Sven Oaks, dem Skipper Road, dem westlichen Teil des Bezirkes Salvata Harbor, als Versteck. Ja, das weiß ich doch. Das weiß ich doch. Okay. Dann werden wir mal den Alten schlafen legen. Und die letzte Ehre erweisen. Ob das die richtige Möglichkeit... naja, ich weiß es nicht. Bis jetzt hat der andere einen guten Eindruck, aber meistens täuscht es, gell? Warte mal. Alle Schlüssel, aber nicht alle. Was habe ich denn nicht gefunden? Jetzt muss ich erstmal los. Und zwar. Wo war das hier unten, gell? Hier, oder? Erlöserkirche, nein. Hier? Versteck, genau. Jetzt sind wir zweimal zurückgegangen mit das Geladene und dann haben wir trotzdem das genommen. Oder ich war es ganz allein, ich gebe es zu. Ja, wer ist der Böse, wer ist der Gute? Das ist, glaube ich, da scheißegal. Von den beiden sind alle beide böse. Wird er sich, wenn er sich von der Sekte beeinflussen lässt, dann geht hier das Land unter und ich bin schuld. Und ich bin schuld. Ja, wird der wissen, ob ich ihn töte? Werden die mich gleich angreifen oder kann man dem vorher reden? Wir werden es herausfinden. Wenn nicht heute, dann morgen. Aber wir finden es heraus. Gefällt es Ihnen hier, Neuankömmling? Ich weiß nicht. Gewöhnen Sie der sich. Der Fleck ist fast weg. Und kommt jetzt nämlich niemand mehr weg. Hier war das mit dem Blut.
Das Blut ist noch nicht lange trocken. Das hat mir auch. Habe ich mir das schon angeschaut? Wir sollten den Müll entsorgen. Papa Brute wird jeden Augenblick hier sein. Ja, der Papa Brute. Er macht aber auch nur Scheiß, der Papa Brute hier. Jetzt hoch, ich schaue mich nochmal um. Ich glaube, ich habe mich hier schon 10-mal, aber allein schon das hier wiegen. Er hat halt voll Särge im Keller, gell? Na? Na? Ist das fischig hier? Du wiegst erst hoch. Du bist bescheuert. Ja, ich bin bescheuert. Mach mal Licht an hier. Ein bisschen Erpressung, ein bisschen hier Diebstahl. Hier wurde mehr Wert auf Qualität, auf Qualität gelegt. Wie in alten Zeiten. Selbst meine Ausrüstung ist in einem besseren Zustand. Reingekommen. Pulverschieß, Pulverschuss. Jetzt haben wir hier wieder voll, das ist schon mal ganz toll. Lappen haben wir auch. Nein, haben wir nicht. Vorher habe ich kein Kordit bekommen, jetzt bekomme ich. Jetzt sind die Leute ein bisschen anders verteilt. Den letzten Hinweis. Wo ist der letzte Hinweis? Ich weiß nicht, wo der Hinweis ist. Da unten wäre noch ein Schrank gewesen. Was macht der denn da? Putzen das auf. Soll ich ihn wirklich erledigen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich bin immer noch unschlüssig. Ob er Brutus nicht doch besser wäre. Ich würde ihnen alle Knochen brechen, wenn Papa Brute nicht ganz etwas dagegen hätte. Für Gewalt gibt es keinen Grund. Ich weiß, wer ihn nach dem Leben trachtet, Mr. Carpenter. Aha. Und? Machen Sie es nicht so spannend, junger Mann. Erstmal hier. Mich würde interessieren, was Sie vorhaben, wenn Sie wieder als Oberhaupt der Familie tätig werden. Alles wird seinen gewohnten Gang gehen. Traditionen gibt es nicht ohne Grund, junger Mann. Wobei es Sie nicht das Geringste angeht. Bin ich jetzt bescheuert? Was muss ich jetzt machen? Graham war jetzt. Graham sollte das Ruder über... Graham sollte das Ruder übernehmen. Ach so. Jetzt ist die Qual der Wahl. Vorher war es nicht. Wissen Sie, ich habe Ihren Sohn getroffen.
Ich denke, es wird Zeit für eine Veränderung an der Spitze. Alter! Das war ja mal nix. Bin ich nicht voll mit dem Leben, aber nämlich so weggeknallt. Gleich einmal. Ich habe ja nicht mal eine Chance gehabt, mich zu regenerieren. Mann, jetzt muss ich die ganzen Sachen wieder abklappern oder was? Was ist shit? So ballern die denn? Kommen schon raus und ballern. Da ist noch ein Hinweis. Wer auch immer hier so viel Blut verloren hat, hat bestimmt kein gutes Ende genommen. Ha. Auch oder was? Blöde Kuh. Da schaut der Schlüpfer raus. Ja, ja. Die wollt's wissen, oder? Schuss in die Musch. Jetzt bin ich ja gespannt, ob ich das Richtige getan habe. Hätte ich nicht gedacht, dass die jetzt hier noch zum Kämpfen anfängt, die Lady. Hätte ich das auch gemacht, wenn ich mit keiner Waffe reingegangen wäre? Oh Mann, habe ich jetzt sonst getötet. Das hat jetzt aber... weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, ob das richtig war. Es gibt nichts... Fallmappe? Ja und? Dann muss ich jetzt los. Ah Mann, was bin ich für ein Schütze? Okay. Check ich jetzt zwar nicht so ganz, was die da gemacht haben. Aber naja. Ja,
Ja, jetzt ist die Falle. Deswegen war kein. Ich muss Graham davon Kenntnis setzen. Mach ich. Hier wurde mehr Wert auf Quantität als auf Qualität gelegt. Selbst meine Ausrüstung ist in einem besseren Zustand. Muss mich einfach eindecken. War denn hier noch was? Schrank übersehen, der war doch hier, oder? Hä? Doch, hier. Gut, ich habe alles. Ah, schon wieder eine halbe Stunde rum, das gibt's doch gar nicht. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao, lasst ein Like da, Kommentare wären cool. Macht das Abo und dann die Glocke an, dann verpasst ihr keine Folge. Ciao, ciao, euer Hopfi.